Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ja, wir müssen irgendwie einen Spiegel aus Wasser finden, also ein bisschen Wasser finden und auf Garantie auch in dem Haus, da wo dann die falschen Spiegel oder die Spiegel sind, die der Gaunt dir zerstört. Aber wir haben halt echt Zeitdruck. Aber ich werde jetzt mal versuchen, wenn ich dann da bin, mir in Ruhe Zeit zu nehmen, um zu schauen, Was wo ist das das für ist. ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Naja, ich weiß. Wenn man halt wenigstens speichern könnte, wenn man in dem Haus ist oder kurz davor oder wie auch immer halt, dass man einfach Zeit sparen kann. Aber das scheint blöderweise nicht zu funktionieren. Ich fühle, dass mein Headset nicht so richtig sitzt. Aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterfalle, weil es immer auf jeden Fall auch tot. Verdammt. Wir müssen echt erstmal da hoch, wie es aussieht, oder? Es ist wahrscheinlich sogar kürzer, wenn ich links rumgehe, glaube ich. Lass mich nicht hier. Komm. Hilf mir. Ja, ich denke, es ist fast besser, wenn wir da links rumgehen. Was halt richtig geil wäre, wäre. Wo sind wir denn jetzt lang? Wo ist das Haus? Ja? Ist da oben. Aber was richtig geil wäre, wäre mal eine Mischung aus Assassin's Creed und aus Witcher. Also das Kampfsystem, das Storysystem, das Spielsystem von Witcher 3 und die Kletter-Action. Oh, furchtbar! Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe schon, du wirst mich nie finden. Nie! Und die Kletter-Action und Parkour-Action quasi aus Assassin's Creed, das wäre mal ein richtig geiles Spiel. Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, so, dass es so einfach ist, oder? Jetzt schauen wir mal ganz in Ruhe. Also, wir kommen nicht in das Loch rein. Da geht's definitiv nicht weiter. Ich wäre jetzt einfach mal ganz klassisch am rechten Rand des Spiels entlanglaufen. Ich denke, wenn wir hier runterfallen, sind wir auch tot. Und gucken, ob ich dann was finde. Mal schauen, ob ich es. Ob ich es über. Punkt für mich. Ob ich es überhaupt einmal komplett rumschaffe in der Zeit. Ich gehe mal oben lang. Meiner Meinung nach ist es da zwar nicht, aber. Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob man auch irgendwie wirklich alle Spiegel kaputt machen muss, aber ich glaube halt, beim letzten Mal habe ich alle Spiegel kaputt gemacht. Da unten ist halt auch ein Brunnen, aber. Da sagst du doch, ich warte und warte und du musst mich noch immer finden. Ja, da unten ist auch ein Brunnen, aber da ist halt kein Wasser drin. Hier, Moment, hier. Hier! Ah, hier könnte Wasser rauskommen. Fließendes Wasser hinter dieser Wand. Wenn ich sie einreiße, fließt es hier hindurch. Zum Glück lade ich schon nebenbei Blood and Wine runter, die nächste Erweiterung, weil ich schon dachte, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange brauchen. Dass ich jetzt direkt jetzt so schnell schaffe, hätte ich aber auch nicht gedacht. Aber das ist auch nur gewesen wegen dem rechts ablaufen. Na, jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen.
Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Erzähl mir, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Erzähl mir erst mal, wie es ist, ein Herz aus Stein zu haben. Ah, anfangs ist es herrlich. Man fühlt keine Furcht, keinen Zorn, aber auch keine Sorge, keine Zuneigung, nicht mal für die, die man geliebt hat. Und man verliert sie allmählich. Du weißt ja, wie es endete. Was ist mit den Sinnen? Geruch, Geschmack? Alles da. Zuerst genoss ich die Welt wie nie zuvor. Ich fühlte mich stärker und klarer. Wie ist das möglich? Ich habe mir kein Herz aus Stein gewünscht. Das war eine Nebenwirkung. Ich wollte Iris Hand und mein Vermögen zurückgewinnen. Und dann leben, als gäbe es kein Morgen. Und so lebte ich auch, bis ich überhaupt nichts mehr fühlte. Wie herrlich, dass es vorbei ist. Es ist doch vorbei, oder? Erzählst du mir, was passiert ist? Wir haben gewonnen, mehr zählt nicht. Der Spiegelmeister hat mich in ein Spiel verwickelt. Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Werde doch Fußballer. Ja, sorry, der Witz musste sein. Ich finde immer noch, dass er aussieht wie David Beckham. Stimmt, ich beneide dich nicht. Keine Sorge, das wird schon wieder. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück.
The Witcher Wild Hunt Expansion Pack Hearts of Stone. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Also ich fand, basiert auf den Roman von Andrzej Schabrowski. Ja, jetzt kommt nochmal der gleiche Abspann wie nach dem Hauptspiel, oder? Weil ich weiß nicht mehr den Namen von dem Typ, aber den kennen wir ja. Adam Bodowski. Okay. Ja, also ich fand's, um jetzt hier das abzuschließen, ich fand's auf jeden Fall sehr, sehr geil, dieses Expansion Pack, weil viele, also obwohl sie ja eigentlich gar keine krassen neuen Gebiete drin hatten, haben sie einfach viele neue geile Ideen reingemacht, wie zum Beispiel mit dem mit der Gemäldewelt, und mir hat's auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, weil ich halt auch einfach die Geschichte sehr schön aufgebaut fand, von dem eigentlich einfachen Nebenquest, immer verworrener mit dem Hauptquest von David Beckham und der meiner Meinung nach interessantesten Gestalt beziehungsweise dem interessantesten Charakter im ganzen Spiel. Schöne Aussicht. Kommen wir vielleicht da sogar noch hoch. Interessantesten Charakter im Spiel mit Gaunt und Odim. Also ich mag einfach so sehr geheimnisvollen Charaktere. Auch wenn er jetzt böse war, finde ich es jetzt nicht so mega schlimm, weil er hatte irgendwie dann doch einen gewissen eigenen Kodex, den ich zwar nicht ganz nachvollziehen konnte, wie gesagt, dass er den, na, hier kommen wir nicht hoch, dass er den Typ da umgebracht hat mit seinem Löffel durch, was ist denn hier los, kommen wir wirklich hoch, mit seinem Löffel, ist schon mal geil, dass wir hier oben stehen, mit seinem Löffel im Auge, das fand ich irgendwie merkwürdig, dann war er aber irgendwie nett zu den alten Frauen und generell halt zu Frauen, hatte ich das Gefühl. Das ist gerade krass, dass wir hochkommen. Und von daher mochte ich ihn. Wie gesagt, das Geheimnisvolle halt auch. Hat irgendwie gepasst. Geil, wir haben es echt geschafft, hier hochzukommen. Geil. So. Ne, ich glaube, drüben sieht doch besser aus. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben, glaube ich, knapp 20 Stunden gebraucht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was für eine Zeit wir genau gebraucht haben, aber ich glaube, es waren so knapp 20 Stunden. Und dementsprechend haben wir doppelt so lange gebraucht wie angesetzt, von 10 Stunden. Wir schauen uns mal noch die neue Waffe an. Iris. Ah, die Waffe heißt Iris und sie ist tatsächlich besser als die Waffe, die wir jetzt momentan haben. Stahlwaffe. Die Waffe lädt sich beim Kampf mit Energie auf. Sobald sie rot glüht, wird die Energie bei einem starken Angriff mit einem besonders mächtigen Hieb freigesetzt. Dabei verliert der Angreifer einen Teil seiner Vitalität. Oha, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt den starken Angriff gebindet habe. Also ob der überhaupt irgendein Knopf ist. Das muss ich dann mal, wenn ich dann Blatt und Wein spiele, mal schauen. Aber die ist ja so schon stärker, wie man sieht. Und sieht auch geil aus, von daher. Oh, und dreifach gesockelt, sehr cool. Da könnten wir jetzt so einen Spezialeffekt geben von. Wollen wir mal zum Runenmeister gehen und gucken, ob wir auf die irgendwie einen Spezialeffekt legen wollen. Mal gucken, wo das nächste Reisemöglichkeit ist. Boah, weit weg. Hallo Plätze. Ich bin sehr gespannt auf Blood and Wine. Ich denke mal, dafür werde ich so circa 100 Stunden brauchen. 40 Stunden sind angesetzt. Beim Hauptspiel Witcher 3 waren 50 Stunden angesetzt und ich habe die dreifache Menge gebraucht, 152 Stunden und ein paar zerquetschte. Von daher denke ich, bei 40 angesetzten Stunden werde ich mindestens 100 Stunden brauchen, könnte aber auch sein, dass es 120 werden. Ich glaube, da kommt auch ein ganz neues Gebiet und so, also ich bin sehr gespannt. Ist, glaube ich, noch nicht fertig runtergeladen, es sind 9 GB, die ich runterladen muss, ich habe erst vorhin angefangen. Schauen wir mal. Ach, es sind ja immer noch die Gegner, das gibt's doch nicht. Vor allem, ich dachte, ich hätte die beim letzten Mal platt gemacht, aber anscheinend nicht alle. Und ich glaube, ich kann nicht reisen, wenn mich einer, wenn mir einer auf den Sack geht. Okay. Was denn, kommst du jetzt, oder? Komm. All gut, aber Level 14, von daher. Ja. Hallo. Sag mal, wir sind ja überhaupt nicht mehr im Kampf. Oh ne, der nächste ist so weit weg. Wir müssen jetzt. Jetzt. Oh, der ist nicht.
Ja, dann können wir die ja mal mit einer Rune, also mit so einem krassen Ding da versehen, wenn wir. Wo war denn das? Ach ja, hier oben. Ich habe ja ein blaues Ding hingemacht. Genau, dann können wir das vielleicht mal mit irgendwas. Vielleicht finde ich irgendeinen Effekt, der mir so gut gefällt, dass ich das draufknall. Jetzt haben wir auch noch keine Runen drinne. Und dann haben wir das auch mal genutzt und können es dann im nächsten, im Blood and Wine quasi mal so ein bisschen forcieren. Das wenigstens einmal genutzt haben. Ich glaube aber, das wirklich Interessante war, glaube ich, irgendeine Rüstung. Also irgendein Rüstungseffekt, der mir gut gefallen hatte. Genie. Würde. So, Iris, was haben wir denn da? Moment, Filter. Ich will mal nur das Krasseste sehen, weil. Das sollte ja logischerweise am interessantesten sein. Verlängerung. Jeder ungeblockte Hieb erhöht die Wirkungsdauer von 3. Nein! Bei maximaler Vitalität wird die Vitalitätsregeneration in zusätzlichen Schaden umgewandelt. Bis zu 50% und deinem nächsten Schlag hinzugefügt. Das klingt ganz geil. Aber ist halt nur bei voller Energie, ne? Das ist halt nicht so oft. Beim Wirken eines Zeichens wird ein Adrenalinpunkt verbraucht und dein nächster Schwertangriff ist mit der Kraft des Zeichens aufgeladen. Ah, das ist eigentlich auch nicht so geil. Also am ehesten noch Kräftigung, aber ich glaube, das wird halt echt zu selten irgendwie passieren. Runenschmied. Beim Wirken eines Zeichens wird ein. Für tödliche Hiebe, die du mit dem Schwert landest, erhältst du. Oh, Adrenalinpunkte, was? Jeder tödliche Hieb, den du austeilst, stellt 5. Ausdauer. Nee. Erhöht die Reichweite von Wir. Oh, die sind halt echt so scheiße, sorry, aber. Sinnlos. Und das Geile ist ja, ich werde ja auch Iris nicht ewig behalten. Das heißt, ich werde auch mal ein besseres Schwert haben, und dann ist es wieder weg. Was kostet das denn eigentlich? Einfach nur die Dinger hier oder was? Haben Adrenalinpunkte ihren Höchstwert erreicht, nehmen sie stetig ab bis zum Wert 0. Bis dahin ist die Regeneration von Vitalität und Ausdauer erhöht. Verzehrte Lebensmittel regenerieren die Vitalität. Rotz. Boni von Rüstung. Soll ich es machen? Ein Interessante wäre halt wirklich. Aus Verlängerung. Kräftigung, Alter. Wir haben noch nicht mal alles. Wir brauchen noch einen großen Divena-Runenstein. Boah, 5000. Was? So viel Kohle haben wir nicht. Ich glaube, ich mach's, weil ich einfach mal sowas drauf haben will. Muss ich machen, damit es geht. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Danke. Bis dann. Wieso hat er zwei Schwerter? Verliert er sie so oft? Ah! Das leuchtet schon mal ganz anders. Dann auch noch Stahl, ne? Da fällt mir gerade ein, wir nutzen ja gar nicht so oft Stahl. Silber nutzen wir ja eigentlich häufiger. Gefällt mir. Alte Kapelle. Hat es auch noch einen eigenen Wegkreuz? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann wäre das jetzt mit aufgetaucht. Hier waren wir ja auch schon. Ja, hier waren wir auch schon. Gut, dann speichern wir nochmal und beim nächsten Mal. Ach, Moment mal. Wir können natürlich spaßeshalber jetzt nochmal den Golem versuchen. Fällt mir gerade so ein. Passt auf, jetzt ist da das geilste Schwert, am besten noch ein Stahlschwert, also meine Iris schon wieder sinnlos wurde. Oder irgendwas super krasses, was mir halt im Spiel geholfen hätte. Schauen mal. Ich bin vor allem gespannt, wie viel schneller das jetzt geht, also wie viel mehr Schaden ich jetzt zum Beispiel mache.
Nee, jetzt doch schon deutlich stärker, würde ich sagen. Ich glaube, es war auch noch drei Level, oder? Waren wir nicht Level 35 oder 34? Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, Golem, ich hoffe, jetzt ist jetzt deine. Ich hoffe, deine letzte Minute hat jetzt geschlagen. Sekunde, wie auch immer. Stunde, Tag. Bogendorf. Ich lasse mir ein paar Bögen bauen. Ach, es ist. Ach, verdammt. Es ist so schade, dass es kein Witcher 4 geben wird, aber ich hoffe, dass es irgendwann wenigstens mal noch einen Prolog geben wird. Also, dass sie halt in Anführungsstrichen den Witcher 4 machen, was dann halt aber vor Witcher 1 spielt, weil da ist ja quasi noch. Geschichte da. Sie könnten auch ein Witcher 4 machen, was nach der Zeit ja spielt, aber da gibt es die Bücher halt nicht. Also die Bücher geben das halt nicht her. Ich meine, die könnten es natürlich trotzdem machen, aber das wollen sie glaube ich nicht. Vielleicht lassen sie sich irgendwann zu einem Witcher Prequel oder Prolog oder wie auch immer hinreisen. Gott, wir machen echt nicht sehr viel mehr Schaden, ne? Ohne Scheiß. Naja, es dauert immer noch ewig, aber ich probiere es noch dieses eine Mal, ansonsten lasse ich es wahrscheinlich. Aber irgendwie läuft es gerade ganz gut, auch wenn wir echt noch wenig abgezogen haben bisher. Man hat das Gefühl, er trifft uns irgendwie nicht so gut. Das ist echt die beste Attacke von ihm. Ah, ich hab doch abgebrochen den Wirbel, Mann! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Na, bleib hier! Oh Mist, da hat er schon zu dem Angriff angesetzt, da bringt Art halt nichts mehr. Weiß ich nicht, wie er mich da trifft. Wir werden langsam wieder schlampiger. Mir schlampig. Wir haben keinen Raffert mehr, Mist. Ich glaube, es noch nicht mal der Hälfte weg. Ist aber auch Level 37, ne? Das ist ein scheiß Golem. Was waren Golems nochmal? Bevor ich es wieder falsch mache. Ätherische Erscheinungen. Oh krass, das habe ich noch gar nicht durchgelesen. Wusste ich gar nicht, dass die einen eigenen Bestarium-Eintrag hatten. Der menschliche Verstand ist so wild und unerforscht wie ein fremder Kontinent. Viele Gefahren lauern darin, Ängste, schmerzhafte Erinnerungen, Traumata. Diese Raubtiere lauern am Rande unseres Bewusstseins auf einem Moment der Schwäche, in dem sie sich zeigen und uns zerstören können. Arturius Vigo, die Essenz von Zaubern und Illusionen.
Die gemalte Welt, entstanden im Bewusstsein von Iris von Everreck, war überwiegend von ihren Erinnerungen bevölkert. Es gab darin jedoch eine gefährliche, raubtierartige Kreatur. Die Verkörperungen ihrer Ängste. Am gefährlichsten war die ätherische Erscheinung, die von Iris größter Angst hervorgerufen worden war und das Gesicht ihres Mannes trug. Die ätherische Erscheinung sah Olgierd nicht nur ähnlich, sie kämpfte auch wie er. Eine Gruppe von 6 dieser Kreaturen lauerte auf Geralt, doch zunächst kämpfte nur eine von ihnen gegen den Hexer. Der Tod dieser ersten erweckte die zweite, die stärker war als die erste, und so ging es weiter. Jede Erscheinung war mächtiger als vorherige, bis sie alle besiegt waren. Dabei musste Geralt vorsichtig sein. Jeder noch so geringe Schaden einer der Kreaturen, die noch auf ihren Einsatz wartete, würde sie unmittelbar in den Kampf bringen und das Problem damit verdoppeln. Schließlich erwiesen sich Konter zum richtigen Zeitpunkt als beste Taktik gegen dieses Albtraumwesen. So, was ist denn jetzt hier der Golem? Krötenprinz, das haben wir auch noch nicht durchgelesen. What? Das Mädchen trat ans Teichufer. Dort sah sie inmitten der duftenden Seerosen etwas höchst Ungewöhnliches auf einem Blatt sitzen. Einen kleinen grünen Frosch mit einer goldenen Krone auf dem Kopf. Das Mädchen war begeistert von der merkwürdigen Kreatur, hob sie auf und gab ihr einen Kuss. Sofort verwandelte sich der kleine Frosch in einen hübschen Prinzen. Voller Dankbarkeit bat er das Mädchen, seine Frau zu werden. Volksmärchenautor unbekannt. Zeitlose Märchen enthalten immer einen Funken Wahrheit. Die Mär vom Froschkönig macht da keine Ausnahme. Daran glaubten jedenfalls die Einwohner von Ochsenfurt, als sie in der Kanalisation eine gigantische Kröte fanden. Jene Damen, die sich auf der Suche nach Romantik um einem besseren Leben in diese Katakomben begaben, nahmen jedoch ein sehr unglückliches Ende. Sie trafen nämlich auf einen niedlichen kleinen Frosch, sondern auf ein blutrünstige Bestie. Diese ließ sich nicht nur nicht küssen, sondern verschlang die Frauen und auch sonst jeden, der ihr in die schleimige Quere kam, mit Haut und Haaren. So, es sind keine verfluchten Wesen. Vampire sind's auch nicht. Müssen doch eigentlich Trolle, Okroide, Zyklopen. Muss doch eigentlich dastehen. Golem muss doch dastehen. Eisgenien. Konstrukte. Golems sind Konstrukte, alles klar. Wir brauchen Öl. Verhängte, Insekt, Verflucht, Vampir, Relikt, Necro, Popro, Trago, Konstruktöl. Ja, toll, ich konnte nicht mehr ausweichen. Okay, dann beenden wir den Spaß hier. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Es geht dann logischerweise weiter mit Blood and Wine. Ich hoffe, euch hat Heart of Stone genauso gut gefallen wie mir. Ich fand's hervorragend. Also, ich stand dem Hauptspiel in nichts nach, obwohl es halt nur ein Expansion Pack war. Richtig krass. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.